Am 20. Februar startet mit Nightingale die nächste große Survival-Hoffnung in den Early Access. Auf der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele steht Nightingale aktuell auf Platz 7. Dieses Interesse hat sich das Spiel mit eindrucksvollen Trailern erarbeitet. Die ersten Videos zu Nightingale zeigten ein unverbrauchtes Fantasy-Setting, gewaltige Bossgegner und jede Menge Survival-Crafting-Gameplay in hübscher Unreal Engine-Grafik. Inzwischen läuft das Spiel sogar mit der neuen Unreal Engine 5. Die perfekte Ausgangslage also für einen erfolgreichen Early Access-Start. Allerdings hat das Entwicklerstudio Inflexion Games für sein erstes Spiel damit auch die Messlatte ganz schön hochgelegt. Zumal die Konkurrenz im Survival-Genre aktuell ungewöhnlich stark ist. Seit Januar begeistern Enshrouded und Palworld hunderttausende Spieler und am 22. Februar kommt nicht nur Pacific Drive raus, auch Sons of the Forest verlässt mit Version 1.0 den Early Access. Und dann stehen ja auch noch Myth of Empires und Winter Survival an. Trotzdem hat Nightingale gute Chancen, denn es verknüpft bewährte Genrestärken mit einem ungewöhnlichen Szenario und ein paar wirklich neuen Spielmöglichkeiten. Wir konnten Nightingale vor ein paar Tagen ausprobieren und haben auch mit den Entwicklern über die Zukunft ihres Early Access Projekts gesprochen. Unseren ersten Eindruck, die Stärken und vielleicht noch vorhandenen Schwächen des Spiels, liefern wir euch in diesem Video. Dieses Video wird euch präsentiert von MSI. Die neuen MSI-Grafikkarten der NVIDIA GeForce RTX 4080, 4070 Ti und 4070 Superreihen liefern optimierte Leistung für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen. Für den geräuschreduzierten Betrieb kommen effiziente Kühllösungen zum Einsatz. Raytracing-Kerne der dritten Generation ermöglichen eindrucksvolle Grafiken und dank KI-beschleunigten DLSS 3.5 gibt's mehr Bilder pro Sekunde, ideal für Gamer und Streamer. Mehr Infos zu den neuen MSI-Grafikkarten und die passenden Links zur Website gibt's in der Videobeschreibung. Nightingale ist ein Survival-Spiel mit Open-World-Konzept. Open-World bedeutet in diesem Fall aber nicht eine große, zusammenhängende Welt, wie etwa in Sons of the Forest oder ähnlichen Spielen. In Nightingale werden wir stattdessen zu einem Realmwalker, also einem Weltenwandler. Und so bereisen wir dann auch nicht eine große, sondern viele etwas kleinere, frei begehbare Welten. Diese sogenannten Realms sind magische Dimensionen und über ein arkanes Portalnetzwerk miteinander verbunden. Bevor wir jedoch eine neue Welt betreten, legen wir zunächst über ein Kartensystem fest, wie die neue Region beschaffen ist. Dabei gibt es drei Arten von Karten. Die ganz grundlegenden Biomkarten und dann noch Major- und Minor-Karten, also Haupt- und Nebenkarten. Jede Welt wird zufallsgeneriert und abhängig von der gewählten Kombination von Realm-Karten mit Kreaturen, Pflanzen, NPCs und Gebäuden bestückt. Biomkarten bestimmen die Landschaft und Vegetation. Zum Start des Early Access gibt es in Nightingale drei Biome zur Auswahl: Wald, Sumpf und Wüste. Im Interview gab Neil Thompson, Director of Art and Head of Audio bei Inflexion Games, auf Nachfrage leider keine weiteren geplanten Biome preis. Zum Öffnen eines Portals benötigen wir neben einer Biomkarte auch eine Hauptkarte. Hauptkarten haben Einfluss auf die Schwierigkeit des Realms und legen fest, wie friedlich oder gefährlich die neue Welt ist. So erschafft zum Beispiel eine spezielle Hauptkarte besondere, für die meisten Feinde unauffindbare Realms mit minimaler Gefahrenstufe. Die bieten sich dann perfekt für den Basisbau an und dienen als Startpunkt für die anderen Welten. Zudem können die Hauptkarten auch Teile der Spielwelt wie Gebäude und vorhandene NPCs beeinflussen. Betreten wir schließlich eine neue Welt, werden die Nebenkarten interessant. In jedem Realm gibt es ein Gerät namens Realmic Transmuter. Das ist eine Art Altar, an dem wir Nebenkarten ausspielen und so die Spielwelt oder die Bedingungen der Spielwelt ändern. Wir verringern beispielsweise die Schwerkraft und nehmen dann keinen Fallschaden mehr, oder wir verstärken unseren ausgeteilten Schaden für die Jagd oder erhöhen unsere Tragekapazität für das Sammeln von Ressourcen. Die positiven Effekte der Nebenkarten helfen uns somit, unser aktuelles Ziel schneller zu erreichen. Nebenkarten haben aber auch negative Effekte. So erhöht eine Karte zum Beispiel zwar den Stärkewert und die Traglast der Spieler im Realm, senkt dafür aber im Gegenzug die Haltbarkeit von Werkzeugen und Kleidung. Wir können sogar einen Blutmond heraufbeschwören, der dann mehr Gegner in der Umgebung spawnen lässt und den Himmel bedrohlich einfärbt.
Durch die Nebenkarten passen wir also die Welt an unseren Spielstil und unsere Bedürfnisse an, während wir die positiven und negativen Folgen gegeneinander abwägen. Jede neue gespielte Nebenkarte löst zudem die vorherige Karte und deren Effekte ab. Mehrere Karten eines Kartentyps lassen sich also leider nicht kombinieren. Zum Early Access Release sollen uns dafür aber bereits 50 Nebenkarten und deren Effekte zur Auswahl stehen. Das Kartensystem unterscheidet sich in der Early Access Version tatsächlich recht stark von der bisher angekündigten Mechanik. Im zuvor veröffentlichten Videomaterial zeigten die Entwickler noch eine andere Variante mit veränderter Benutzeroberfläche. Zum Erstellen einer neuen Welt kombinierte man dort noch eine Biomkarte mit bis zu 4 weiteren Karten und baute sich seine komplette Welt vorab am Portal zusammen. Die gewünschten Effekte der Nebenkarten wählte man somit ebenfalls bereits vor dem Öffnen des Portals. Zudem gibt's eine weitere Veränderung. Erschaffen wir jetzt eine Welt, bleibt die auch nach dem Schließen des Portals für uns zugänglich. Wir können also später zurückkehren, wenn wir dieselbe Kombination von Realm-Karten erneut verwenden. Ursprünglich hätte das Spiel die alte Welt geschlossen und eine neue Welt generiert. Als Ersatz erhalten wir ein neues Feature. Gefällt uns die Entwicklung eines Realms nicht, setzen wir ihn ganz einfach auf den Ursprungszustand zurück. So kämpfen wir auch mehrfach gegen besondere Gegner und sorgen uns nie wegen knapper Ressourcen. In einer der besuchten Welten errichten wir unseren sogenannten Respite Realm und erklären die Welt damit zu unserer Heimat, zu der wir immer zurückkehren können und wo wir unsere erste Basis errichten sollten. Das Spiel setzt uns dabei aber nach der Tutorial-Phase keine Grenzen. Wir wohnen entweder inmitten eines vernebelten Sumpfes mit ständiger Gefahr durch angreifende Kreaturen oder eben auf einer sonnigen Lichtung innerhalb eines friedlichen Waldgebiets, ganz wie wir wollen. Jeder Spieler entscheidet selbst, ob seine Basis zu einem Ort der Ruhe oder einem dauerhaften Abenteuer wird. Am Ort der Wahl bauen wir uns eine eigene Basis mit Wohngebäuden, Werkstätten und einem eigenen Portal. Typisch für Survival-Spiele verarbeiten wir immer bessere Ressourcen und produzieren daraus Werkzeuge, Waffen und Kleidung für unsere Reisen. Jeder verbesserte Gegenstand erhöht die Stärke unserer Ausrüstung und damit unsere Gegenstandsstufe. Auch unsere Realm-Karten stellen wir zum größten Teil selbst her und statten uns außerdem mit Verzauberungen aus. Fühlen wir uns bereit für ein neues Abenteuer, öffnen wir ein entsprechendes Portal. Unsere Gegenstandsstufe ist dabei ein guter Leitfaden. Wenn wir uns eine Herausforderung wünschen, erschaffen wir eine Welt mit höherer Stufe. Planen wir einen entspannten Ausflug zum Sammeln und Erforschen, ist eine Welt mit niedrigerer Stufe sinnvoller. Das Spiel gibt uns dann noch eine letzte Chance, um unsere Entscheidungen am Portal noch einmal zu überdenken. Während das Portal sich öffnet, erscheinen häufig Gruppen von Gegnern. Diese Gruppen skalieren in Größe und Stärke mit der Stufe der erstellten Welt. Fällt es euch dann schon schwer, die Gegner zu besiegen, ist die Realm-Stufe vermutlich noch ein wenig zu hoch. Wir haben also die Wahl, entweder das Portal noch einmal vorläufig schließen und es später erneut versuchen, oder wir suchen uns Unterstützung für unsere Abenteuer. In Nightingale sind wir nämlich nicht zwangsläufig auf uns allein gestellt. Mit bis zu 5 Mitspielern reisen wir im Online-Koop durch die verschiedenen Welten. Wir siedeln entweder gemeinsam in einer Heimatwelt oder auf Wunsch auch allein an mehreren Standorten. Über eine besondere Realm-Karte, die verschenkt werden muss, bleiben die Heimatwelten unserer Mitspieler auch dann für uns zugänglich, wenn sie gerade offline sind. So bauen wir auch in ihrer Abwesenheit weiter am gemeinsamen Imperium. Jeder Realmwalker kann außerdem einen eigenen NPC-Begleiter anheuern. Begleiter unterstützen euch im Kampf und sammeln mit den passenden Werkzeugen sogar Ressourcen für euch. Zum Start begrenzen sich ihre Fähigkeiten jedoch noch auf das Hacken von Holz mit einer Axt und das Abbauen von Gesteinen mit einer Spitzhacke. Im weiteren Early Access-Verlauf sind weitere Fähigkeiten wie das Häuten von Tieren mit einem speziellen Messer und das Sammeln von Gräsern und Kräutern mit der Sichel geplant. Auch in unserer Heimatwelt setzen wir laut der Entwickler später NPCs ein. In welcher Form und in welchem Ausmaß, muss sich aber noch zeigen. Nightingale ist übrigens nicht nur der Titel des Spiels, sondern auch eine magische Metropole innerhalb der Spielgeschichte und unser eigentliches Reiseziel. Wir sind nämlich nicht freiwillig ein Realmwalker. Als eine unbekannte Seuche die Erde heimsucht, flüchten wir durch eines der Portale. Durch den Zusammenbruch des arkanen Portalnetzwerks stranden wir jedoch alleine in einer der magischen Welten. Von dort aus begeben wir uns auf die Reise nach Nightingale, denn nur Nightingale hat die magischen Mittel, sich vor dieser Katastrophe zu schützen und ist dadurch vermutlich die letzte Bastion der Menschheit. Die Stadt Nightingale erreichen wir innerhalb des Early Access ganz sicher nicht. Wie viele Akte uns im Spiel bis zum Erreichen der Stadt erwarten, ist ebenfalls noch unklar.
Laut Neil Thompson sei die Entwicklung auch abhängig vom Feedback und den Reaktionen auf die bereits vorhandenen Inhalte. Die Stadt selbst soll aber zumindest in ihren Grundzügen gebaut sein. Wir hoffen also spätestens in Version 1.0 auf einen ersten Besuch in Nightingale. Bis dahin erleben wir im ersten Akt des Spiels natürlich nicht nur Reisen durch die magischen Welten. Wir verfolgen, angeleitet von teils historischen, teils fiktiven NPCs, eine Hauptquest und erledigen zusätzlich kleinere Aufgaben in den Nebenquests. Außerdem erwarten uns Dungeons und verschiedene Points of Interest mit Rätseln, Fallen oder Kämpfen. Das hört sich zwar vielversprechend an, spielte sich in der Preview-Version allerdings noch ein wenig zäh. Survivor-Fans können sich zwar auf viele Standards freuen, doch darüber hinaus beginnt das Spiel eher gemächlich und braucht lang, um ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Das ist zwar laut Aussage der Entwickler tatsächlich auch so gewollt, weil man die Spieler bei ihren Survival-Gewohnheiten abholen will, trotzdem könnte dieser Routinestart durchaus noch nach hinten losgehen. Bevor wir dann nämlich in andere Welten reisen und hoffentlich auch mal interessante Dungeons erkunden, gegen Bossmonster antreten und Rätsel lösen, steht erstmal ganz schön viel Crafting und Basenbau an. Und dann sind die ersten Dungeons bislang auch noch nicht sonderlich spannend. Wir kämpfen gegen ein paar mäßig animierte Feinde, die manchmal nicht wissen, ob sie gegen uns oder die Levelarchitektur kämpfen sollen. Und der erste Bossgegner sah zwar mit seinem Roboterdesign ungewohnt aus, bot aber spielerisch wenig. Aufgaben und Rätsel wiederholen sich zudem recht schnell, Dungeons sind zumeist ähnlich aufgebaut und auch mit steigender Gegenstandsstufe ändert sich zunächst wenig am Spielablauf. Wir verbrachten insgesamt gut 16 Stunden in der Preview-Version und kratzten daher hoffentlich nur an der Spitze des Eisbergs. In einer Koop-Session mit einem der Entwickler schnupperten wir noch etwas Endgame-Luft und legten uns mit der Apex-Kreatur Humbaba an. Das war zumindest ein schöner Ausblick auf spätere Inhalte. Neben Apex-Kreaturen erwarten uns im Endgame von Akt 1 aktuell Dungeons und ein Community-Hub für bis zu 30 Spieler namens The Watch. Die größte Stärke von Nightingale scheint bislang das Fantasy-Setting mit Anleihen beim viktorianischen Zeitalter und einfallsreichen Kreaturendesign. Die Grafik ist stellenweise auch schon sehr gelungen, im Detail fallen aber noch viele Schwächen auf. Wie spannend am Ende die Hintergrundgeschichte wird und wie sehr die Story-NPCs uns dann noch weiter in dieses Universum hineinziehen, können wir noch nicht abschätzen. Nightingale ist auf jeden Fall noch viel eher ein Early-Access-Spiel als zum Beispiel Enshrouded oder Palworld. Viele Mechaniken und Details des Spiels sind merklich noch in Arbeit. Daraus macht Inflection Games auch kein Geheimnis. Die Entwickler erklärten, dass es von Anfang an ihr Plan war, das Spiel mit dem Feedback der Community weiterzuentwickeln. Im Interview ließen sie unsere Fragen allerdings teilweise unbeantwortet. Eine Roadmap für die Early Access Phase sollen wir zwar bekommen, jedoch gingen sie nicht wirklich ins Detail, was kommende Inhalte oder geplante Verbesserungen angeht. Mehr Informationen werden wir also wohl erst nach dem Early Access Start erfahren. Ein PvP-Modus ist auf jeden Fall vorerst nicht geplant. Nightingale soll fürs Erste ein PvE-Spiel bleiben und euch mit seinen zufällig erstellten und von euch maßgeblich mitbestimmten Welten zu immer neuen Abenteuern vorlocken. Das klingt bei nur drei Biomen zwar zunächst nicht unbedingt nach viel Abwechslung, doch gerade die Nebenkarten können auch mal drastische Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Beispielsweise, wenn der Blutmond die ganze Region in eine Gefahrenzone verwandelt und mehr Monster aufsteigen. Das sind genau die Highlights, die Nightingale auf Dauer spannend halten könnten. Denn in den ersten Stunden wirkte die in den Trailern so erfolgreich angepriesene Reise ins Wunderland oft noch etwas kraft- und einfallslos. Das Kartensystem und die Aussicht auf immer neue Welten könnten hier aber der Schlüssel zum Sieg sein. Denn die Survival-Grundlagen hat Nightingale bereits gut drauf und bietet motivierende Bau- und Verbesserungsoptionen, ohne dass wir alle 5 Minuten mit dem Hungertod ringen müssen. Zumal die Waffen und Rüstungsteile später ja auch noch magisch aufgewertet werden und Spezialangriffe und Zauber freischalten. Auch damit lässt sich bestimmt viel machen. Vorausgesetzt, die Welten setzen uns dann nach hinten raus nicht immer sehr ähnliche Dungeons und Höhlen vor die Nase. Nightingale geht also mit spannenden Ansätzen, aber auch mit einer wackeligen Umsetzung in den harten Konkurrenzkampf der Survival-Spiele.
Wie gut es sich schlägt, werden wir in den nächsten Wochen sehen, wenn spielerische Realität auf die großen Erwartungen der eindrucksvollen Trailer trifft. Bevor es aber in ein paar Tagen mit dem Early Access losgeht, schreibt uns doch mal, was ihr euch von Nightingale erhofft und ob der ungewöhnliche Mix aus historischem Fantasy-Setting, Basisbau und Weltenerkundung euer Interesse geweckt hat. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.